AIMLab, Talking Science. Also, nachdem ich euch ja schon gerade so ganz gemein angeteasert habe und euch schon ein bisschen erklärt habe, warum es vielleicht interessant ist, dass sich Baumgrenzen verschieben, möchte ich jetzt noch ein bisschen darüber reden, wie man es denn überhaupt erforscht, dass sich Baumgrenzen verschieben und wie man das merkt. Merken tut man das wiederum so, man läuft auf dem Berg, schaut sich den an und denkt sich so, hier waren vor 50 Jahren aber noch keine Bäume. Aber wie passiert das, dass Bäume auf einmal weiter oben wachsen als früher? Es gibt jetzt eine kleine Herausforderung an eure Fantasie, denn alles hängt von mir ab. Allerdings nicht von mir, Ronja, der Geoökologin, sondern von mir, Ronja, dem Baum. So. Ihr seht, ich bin ein Baum. Eigentlich bin ich eher ein Bäumchen. Das nennt man Jungwuchs bei Bäumen, nicht Nachwuchs wie bei Wissenschaftlern. Das bedeutet, ich bin verdammt klein. Vor allem im Vergleich zu den anderen Bäumen. Die sind alle viel größer als ich. Und ich habe den entscheidenden Einfluss darauf, wo die Baumgrenze ist. Denn nur wo kleine neue Bäume wachsen, können sich sozusagen aus den kleinen Bäumen später große Bäume entwickeln. Das bedeutet, wenn ich hier stehe, dann bedeutet das, dass ich hier schon mal erfolgreich gekeimt bin. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass ich ein großer Baum werde. Wenn viele kleine Bäume nebeneinander wachsen, bei verschiedenen Temperaturen, und man dann aber annimmt, bei einer gleichen Temperatur, dann müssten doch eigentlich überall gleich viele neue kleine Bäume wachsen. Und das aber nicht passiert, dann ist das interessant für Wissenschaftler. Wissenschaftler gucken sich dann gerne an, warum wachsen hier denn viel mehr Bäume als da vorne? Und sie schauen sich die Faktoren an, die die Bäume beeinflussen können, außerhalb der Temperatur. Was kann das denn sein? Vielleicht hat der Baum nasse Füße. Vielleicht ist der Baum so klein, dass er gar kein Licht abbekommt. Vielleicht ist er aber auch schon so groß, dass er, obwohl er noch nicht genug Schutz bietet, vom Wind einfach verweht wird und ihn im Winter die Eiskristalle ganz furchtbar zerstören. Damit sich die Baumgrenze weiter oben etablieren kann, müssen kleine Bäume so weit überleben, dass sie große Bäume werden können. Das bedeutet, es müssen mehr Bäume überleben als sterben. Wenn man das untersucht, untersucht man also die lokalen Faktoren und die Überlebensraten von kleinen und großen Bäumen.